Ich ringe gerade mit mir innerlich, ob ich und unser eigentliches Ziel, was wir vorhatten, noch durchführe oder nicht. Ich würfel mal auf Neugier. Dann mache ich doch direkt mal mit. Wo hat man die Nachteile denn, wenn man sie nie benutzt? Mal diese Helden, die Neugier haben. Also Das stimmt. im Prinzip ist es ja eine Selbstbeherrschungsprobe, die erschwert um Neugier ist. Bin ich eigentlich kein Fan von. Ja, aber wir machen das wie die richtigen Profis. Kann ich mich einfach entscheiden, die Neugier zu triggern? Das könnt ihr immer, aber wenn sie getriggert ist, dann müsst ihr euch. Anyway. Nun, Kapitän. Ich weiß ja nicht, für wann genau unsere Abholung geplant ist. Aber wenn wir die Zeit haben, lässt sich die Verwirrung vielleicht zu unserem Vorteil nutzen. Wir werden gar nicht abgeholt, wir müssen jetzt laufen. Wir könnten einen Teil unserer Mission noch, nun ja, bestehen. Traut ihr euch, dieses Loch von oben zu besuchen? Ich schaue mich mal fragend in die Runde um. Sie sind alle alarmiert. Sie jetzt in diesem Zustand? Das ist ein Alvarans-Kommando, Kapitän. Nun, damit würden Sie am wenigsten rechnen. Sie vermuten wahrscheinlich, dass wir in Richtung Meer fliehen. Ja, aber sprachen wir nicht darüber, dass Sie wahrscheinlich eben diesen Ausgang nutzen würden, um aus der Höhle zu entkommen? Nun, diese Höhle war 20 Schritt, glaube ich, hoch. Die können nicht selber hochklettern. Die Archen eventuell, aber selbst das glaube ich nicht. Wenn sie sich so blitzschnell bewegen konnten, wie sie es getan haben, werden sie wohl auch mit einer glatten Wand kein Problem haben. Die sind gnädigerweise zwei verschiedene Effekte. Echsen sind keine guten Kletterer. Oder sie gehen an Bord der Arche und tauchen hinaus. Seid ihr euch jetzt sicher, dass wir hier warten wollen, bis sie ihre Dämonen gerufen haben, die Ungeschaffenen? Also. Uns vor Dämonen zu verbergen, ist kein größeres Problem. Wer ist dafür, dieses Loch zu besuchen? Nun, unser Eukolizana ist zumindest aufgebrochen. Er hat ein Nest gefunden, beziehungsweise eine Wuchsstelle mit eiteriger Krötenschemel. Dort wartet er erst einmal, dass wir eine Maraske finden. Aber bis sie aufgebrochen ist, wird es sicherlich noch einige Zeit dauern. Wozu brauchen wir eine große Spinne? Nun, das ist das Bannland. Eine Maraske ist immer sinnvoll, allerdings gibt sie dann den Weg vor und man kann sich nicht darauf verlassen, dass sie uns in die Richtung bringt, in die wir müssen. Das Also ist wollt ihr... abhängig von den Prophezeiungen von Rohan, in welche Richtung sie läuft. Und Kapitän, wenn es mir hilft, mich endlich in euer gutes Licht zu rücken, bin ich euer Mann. Und was ist mit den Selbstverständlich anderen? erhebe ich einen gleichen Anteil an allen Erkenntnissen, die wir bei einer solchen Aktion zutage fördern. Ich habe meine Bedenken bereits geäußert, aber ich folge euch, Kapitän, auch wenn das eine bemerkenswert schlechte Idee ist. Naja, also ich bezweifle sowohl meinen als auch den Nutzen vieler anderen bei diesem Vorhaben. Also, ich werde da euch nur im Weg stehen. Seid ihr dafür oder dagegen? Ich halte niemals jemanden auf, der ein Alvorans-Kommando anführen will. Mir erscheint das wie Wahnsinn, aber wie es scheint, können wir ohnehin noch nicht aufbrechen, wenn ich unsere Führerin richtig verstanden habe. Und ob wir nun hier oder dort unten bei dem Loch warten, nun, darauf soll es nicht ankommen. Barer Wir Fortschritt erscheint dem Unkundigen immer wie Wahnsinn zu beginnen. Können selbstverständlich gehen, allerdings sind wir mit einer Maraske immer auf der sicheren Seite. Denn sollten wir von der Wandlungskraft der Ungeschaffenen erfasst werden, dann haben wir ein großes Problem. Und die Maraske ist in der Lage, diese Wandlungskraft zu erkennen. Ich bin selbstverständlich in der Lage, Kapitän, uns hinreichend vor wandernden Dämonen zu verbergen. Voltax? Ich bin unsicher, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob es uns wirklich noch etwas bringen würde, jetzt zurückzukehren zu dieser eskalierten Situation. Auf der anderen Seite kann ich euch ja schlecht alleine gehen lassen. Was wärt ihr nur ohne mich? Ihr wärt vermutlich tot. Also werde ich euch begleiten. Aber Meister Diamant, das wollen wir da wirklich runter? Ich kann gut klettern, aber da liegt bestimmt ein Tabu drauf.
Wir werden oben am Rande dieses Loches sein. Wir müssen nicht klettern. Wir tun das, was der Kapitän sagt, Tekala. Von ihm empfangen wir unsere Befehle. Also gut, so ist es beschlossen. Dorthin. Wenn ihr mir dann ein paar Minuten und ein Stück Kreide geben möchtet. Wozu? Und ich würde es noch darüber einsticken, aber so viel Zeit haben wir nicht. Was habt ihr vor? Wie ich bereits sagte und wie unsere Gefährten angemerkt haben, können wir höchstwahrscheinlich damit rechnen, dass man uns einen Dämon nachsendet. Oder ein Dutzend. Wir wollen von diesen nicht entdeckt werden, wenn wir es vermeiden können. Kreide bitte! Ihr könnt doch damit nur mich schützen und nicht die anderen, nicht wahr? Kapitän. Ihr seid bereits geschützt. Erinnert ihr euch? Nun gut, dann tut, was ihr tun müsst. Gut, gib mir eine Sekunde, denn ihr fühlt gerade nicht, was nicht. Kostet der Schleier auf mehrere Leute mehr, vermutlich. Ist wahrscheinlich, ja. Ich fange etwas an Schleier der Unsicherheit und Wissenheit an, nicht der Unsicherheit. Und ich lasse mir dann mal Zeit. Ich würfel erstmal die Probe und dann nehme ich mir den Moment ins LC zu schauen. Du bezahlst die Grundkosten öfter, aber die ASP zum Schützen bezahlst du nur einmal. Und was sind die Grundkosten? Ich glaube 3. Ich habe das LC aber gerade offen und kann nachschauen. Danke sehr. Da steht aber drin Einzelwesen. Nicht mehr zahlen. Ja, man kann aber auf Einzelwesen Freiwillige, mehrere auf Freiwillige aufstufen. Zauberobjekt mehrere, steht hier. Bitte nur mit fachlich richtigen Einwürfen antworten. Schleierobjekt, plus Einzelobjekt, Einzelwesen bei Zielobjekt. Ja, wenn du den Zauber modifizieren. Modifikationen schauen, bitte in Zukunft mit fachlich richtigen Einwürfen antworten. Modifikationen musst du gucken. Das hatten wir letzte Woche schon. Bei ASP sind das. Pro Person. Ja. Okay. Dann, kommt drauf hin mit? Sorry, ich hab's nicht. Ja, also tarnen musst du mich ja trotzdem. Dann sind wir 5 Leute. Es ist also erschwert um 3 plus Anzahl, also insgesamt 7. Wir lassen uns Zeit, das ist eine 4er Erleichterung. Für dann insgesamt eine plus 3 und dann lege ich nochmal, sagen wir 4 Blocken der ASP rein. Für dann also 10 plus 4 sind 14, sparen wir einen aus dem Kraftfokus für 13. So, wie gesagt, ist dann Probe erschwert um 3 Punkte. Wenn wir uns Zeit lassen, würfeln wir darauf. Das sind alle 14 Punkte übrig. Wir haben also einen. Ja, doch. Wir haben also einen blockierenden Faktor von 17. Das Ganze hält 14 Spielrunden, 70 Minuten. Das heißt für eine Stunde. Sorry, nein. Sorry, 14 Stunden. Ich war bei Spielrunden, das sind ZFP-Sternstunden. Okay, das heißt für 14 Stunden können euch Dämonen quasi nicht mehr wahrnehmen, wenn sie auf dem W20 würfeln, dann verminde ich den ganzen um 17. Genau, ist, wie lange sind wir etwa von der Hülle weggerannt? Eine Stunde? Eine halbe? Eine Stunde, ja. Hast du dann zusätzliche ASP reingepackt? Doch, wie ich bereits sagte, 3 Stück. 3 Stück? 4 Stück. Ja, dann die Basiskosten von 2 kommen damit rein. Also. Plus die investierten ASP. Also. Okay, meine Lesart ist die halt investierten blockierenden ASP. Aber das ist egal, es ist viel. Einigen wir uns auf viel. Ja, genau. Also. Okay. Aber mir hält noch für Frosty dann jetzt noch so 10,5 Stunden in etwa. Ja, okay, das sollte trotzdem reichen. Wir sehen uns halt auf also der 1, wenn wir 20 würfeln. Genau, also wir stehen hier 10 Minuten rum, während Serpentilio im Grunde nur die Säume mit Kreide einreibt, eurer Kleidung. Und währenddessen immer wieder murmelt, dass er sehr gerne besseres Material zur Verfügung hätte. Ja, wenn du an dem Saum von Zulamin etwas herummalst, dann wirst du auch bemerken, dass sie unangenehm nach Schwefel riecht. Einen Moment. Ja, dann gehe ich noch kurz zur Habermehr und ziehe seinen Saum auch nochmal nach, weil vermutlich ist das alles wieder weg. Es ist auch nicht wichtig, dass es drauf ist, nur dass es gemacht wird. Und dann, nun... Das sollte das gewesen sein. Fühlt sich jemand anders? Nein. Kopfschmerzen, leichtes Ziehen hinter den Augen? Nein? Hervorragend, hervorragend. Dann hat alles geklappt, denke ich. Der Zulamin. Nein, das wird sein. Gehen wir.
Ja, unsichtbar seid ihr nur für die Augen von Dämonen, nicht aber von Achas oder von, ja, für den Meister einer Dämonenarche sollte er denn humanoid sein, nicht dämonisch. So, könnt ihr wieder nach unten klettern. Ein kleines Stückchen versetzt, lauft ihr in einem anderen Tentakel, in einer anderen Spur und versucht dann wieder nahe zu kommen. Jetzt, wo die Echsen sich nicht weiter bewegt haben, vielleicht mit ihrem eigenen Tempel beschäftigt sind, andere Wachen aufgestellt haben. Ihr wisst nicht genau, was sie tun. Vielleicht auch eine sinistre Dämonenbeschwörung, die sie gerade vorbereiten, und um sie euch dann eben auf den Rückweg zu hetzen. Aber es bleibt alles ruhig. Nur der Dschungel, der das ein oder andere Mal krächzt, oder aber eine Pfütze, die sich bewegt, als ob darin ein Tentakel aus den Niederhöllen auf euch wartet, oder aber ein Klatschen von Seite des Meeres, als ob sich eine große Schlange dagegen wirft. Aber ihr kommt an die Stelle der Pyramide ein weiteres Mal. Könnt sie ein bisschen umrunden, sodass ihr dann eben nicht direkt vor dem Eingang steht, und werdet dann euch noch ein paar Meter in Richtung der Klippe des großen Abhangs begebt, könnt ihr dort sehen, wie sich das Gras irgendwann nach unten öffnet. Ihr könnt sehen, wie dort der eingestürzte Malmkreis nach unten führt. Besonders vorsichtig müsst ihr sein, die Treppe könnt ihr erkennen. Und auch einige Achas, die dort unten stehen, euch bisher noch nicht bemerkt haben, aber dort eifrig diskutieren, wie sie jetzt nach oben kommen, in ihrer kehligen, krächzenden Sprache, mit ihren Zischlauten, wie sie sich da unterhalten, leise, aber euch bemerkt haben sie zumindest noch nicht. Leise jetzt. Ich halte allenthalben mal inne, um kurz zu lauschen, was sie sagen, also ob jemand sagt, hey, ich glaube, da drüben sind glatt heute oder so. Da hat er sonst den Kopf unten. Einer von ihnen schlägt wohl vor, dass man die Kräfte von Sriff Sriff rufen könnte, damit man sich aus diesem Loch nach oben hebt, um die Kaltblüter zu verfolgen. Ich möchte dem nächststehenden auf Attack signalisieren, warte kurz. Die Antwort ist kurz und knapp. Nein, diese Götzen werden nicht angerufen, das überlassen wir denen aus den Bergen. Und er wird dann wohl relativ gemaßregelt. Du erinnerst dich kurz wieder zurück, neben dem Aldinor-Schrein, einige Meter weiter, stand wohl auch noch der Schrein von Sriff Sriff. Auch dieser war wohl nicht mit Opfergaben belegt. Aber die alten Götter wurden hier wohl angerufen. Und Sriff Sriff sagt dir natürlich auch etwas. Sorry, da musst du mir auf die Sprünge helfen, so gut ist mein Exisch nicht. Sriff Sriff ist der Gott der Flugeinheiten, der Flugwesen. Damit kann man im Prinzip sich Flügel wachsen lassen, wenn man ein Priester ist oder aber andere Flugechsen herbeibeschwören. Interessant. Für uns leider nutzlos. Aber das sind Götzenkulte und dementsprechend werden die verboten von dem Anführer mit einer besonders kalten Reibeisenstimme, wenn das für eine Echse eben auch so gilt. Aber gerade du mit deiner Echsenkunde erkennst eben, dass er besonders sinister klingt. Finden wir eine Stelle, wo man uns von unten nicht erkennen kann, aber man die Pforte des Grauens erkennen kann? Gibt es so eine Stelle? Das ist noch ein paar Schritte weiter, wenn ihr dann die 50 Meter folgt von dem Kreis, wo Boltax den Einsturz hat erproben lassen, 50 Meter weiter in Richtung der Klippen, und dort könnt ihr tatsächlich erkennen, wie dort die 200 Schritt unter euch, oder die 20 Schritt unter euch, das Loch klafft, was ihr erkennen könnt, und wenn ihr euch dann abbeugt, könnt ihr auch erkennen, wie dort unten nicht nur da die Dämonenarchen herumtickern, zwei Stück, sondern eben auch die flirrenden Sphärenaugen. Zwei geschlossene und eine geöffnete. Immer noch ein ekelhaftes Ziehen, was von ihnen ausgeht und euch eigentlich nach unten in den Abgrund ziehen mag. Die Aachen sind noch hier. Wir sollten tun, wozu wir hergekommen sind. Dieses Unheiligtum, diesen Strudel magisch erkunden und herausfinden, wie wir ihn schließen können. Wollt ihr klettern oder könnt ihr von hier aus genug sehen? Wir können alles erkennen, aber es wird wohl reichen. Nun, Voltax Serpentier wollte ich mir anschließen, dieses Wagnis zu begehen. Nun, ich... Ungern. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich beherrsche zwar den Odem, aber einen weiteren Analysezauber leider nicht.
Das heißt, ich wäre dort unten vermutlich nicht von großer Hilfe. Nun, ich wollte es von hier aus tun. Nun, mich haben die Eskapaden bisher aber so weit erschöpft, dass ich vermutlich nicht mal mehr eine andere Beschwörung durchführen könnte. Versuchen kann ich wohl, euch noch den letzten Rest an Kraft zur Verfügung zu stellen. Ich denke... Vielleicht sollten wir unsere Kraft bündeln. Ich bin wohl der Einzige, vermutlich hier, der diesen Zauber beherrscht. Also leiht ihr mir eure Kraft. Was muss man denn dazu tun? Nehmt meine Hand. Ich setze mich mal an den Schneidersitz vor diesem Platz hin, wo ich alles schön im Blick habe, und würde mich hinsetzen im Schneidersitz und wie gesagt, ihm beiden die Hand reichen. Nun gut. Ich glaube, ich weiß, was ihr vorhabt. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Nun, ich vertraue eurer Methodik, ihr Kapitän. Vergesst dies nicht. Jo, ich würde mich hinsetzen. Gut, ihr zaubert, wir schützen euch. Ich positioniere mich östlich von euch, damit ich alles gut im Blick behalte und halte die Leute die Echsen da unten am Auge, nicht dass uns einer von denen entdeckt. Ja, also ich schaue dann in eine andere Richtung als Diamantis, dass wir möglichst alle Richtungen abdecken. Ja, wenn ihr euch ein bisschen verteilt, euch fällt auch auf, dass es wenige Echsen zurzeit hier gibt. Den ein oder anderen Schiffsmeister, der auf den Dämonenarchen herumgeht. Ansonsten sind die Grüfte und die Grotten hier nicht weiter besetzt. Also sämtliche Echsen, die hier waren, haben sich jetzt wohl in den Raum mit dem Malmkreis verzogen und diskutieren dort wohl oder versuchen jetzt eben einen Ausgang zu suchen, damit sie euch dann eben töten. Und auch die Menschen sind schon lange verschwunden mit ihrem kleinen Ruderboot durch die kleine Gruft auf das offene Meer. Vielleicht haben sie dort irgendwo ein Schiff. Seeschlangen könnt ihr nicht entdecken, die sich hierhin irgendwie verzogen haben, denn das ist eine andere Höhle. Gut, ich würde jetzt versuchen, gemeinsam mit Boltax und Serpentina in Unitatio anzustimmen, um unsere Geister und unsere Kräfte zu vereinigen. Muss man dafür eine Probe würfeln, ja, oder? Ja. Unitatio musst du würfeln, genau. Genau, wir müssen Unitatio würfeln. Das sollte kein größeres Problem sein. Naja, bei mir vielleicht schon, aber das sehen wir gleich. Kannst du ja Zeit lassen? Genau, ich lasse mir auf jeden Fall Zeit, dass dann. Und naja, wenn Boltax sich Zeit lässt, dann tue ich das auch, weil warum nicht? Macht doch keinen Sinn sonst. Ja. Gut, dies ist allerdings gelungen. Und kostet einen Aspekt. Die Probe ist zusätzlich erleichtert um 3. Ah, gut zu wissen. Wie gesagt, das kostet jetzt erstmal jeden einen Aspekt. Genau. Also das fällt euch auch auf, wenn ihr jetzt eure Hände miteinander vereint, die Sphären versucht zu öffnen. Im Prinzip springen sie quasi vor euch auf. Sagt mir meine Kraftlinie Magie 1 irgendwas? Ja, eine Kraftlinie. Nicht nur eine. Oh, gut. Diese könnte ich ja ebenfalls benutzen. Ich habe ebenfalls Kraftlinie Magie 1. Heißt, wir bekommen, glaube ich, eine Erleichterung von einem Punkt, glaube ich. Drei. Ein 3 sogar. Okay. Ich glaube, es hängt von der Linienstärke halt ab. Eigentlich nicht, aber egal. Ja, aber vielleicht sind wir ja auf einem Nexus von 3 Linien, ne? Genau. Oh, das wird der Odam klären. Ich trage ihn nicht nach Hause. Ich würde vorher versuchen, Magie theoretisch zu ergründen, ob ein Odem einen Teklador-Effekt auslösen würde. Dazu würde ich eine Magie-Probe würfeln, wenn es gestattet ist. Ja, darfst du. Beziehung erschwert irgendwie oder nicht so. Also Teklador-Effekt an sich ist erstmal nicht so bekannt. Ich würde mal sagen eine plus 12. Hat den ja schon am eigenen Leib. Ich wollte gerade sagen, also... Ist es gelungen. Ja. Du kannst davon ausgehen, also so eine Sphäre, also nicht nur eine, sondern 3. Und du weißt, dass du auf einer Kraftlinie sitzt. Das könnte auch der Grund sein, warum Borberat damals die Sphären hier geöffnet hat, weil ihr auf einer Kraftlinie sitzt. Vielleicht sitzt sie sogar auf mehreren Kraftlinien. Also du gehst davon aus, Teklador-Effekt, wenn du jetzt in die falsche Richtung guckst oder wenn du gezielt auf etwas guckst, dann wirst du sehr wahrscheinlich blind werden. Gut, in diesem Sinne würde ich keinen zur Magiebestimmung keinen vorbereiteten Odem wirken, sondern gleich mit dem Analyse beginnen. Müssen die Bund-Teilnehmer dieselben Modifikationen am Zauber durchführen wie der Bundführer oder würfeln die den einfach
unmodifiziert. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt würfeln musst. Du musst ihn, glaube ich, nur können. Nee, also entweder ich mache gar nichts, dann kriegt er nur die ASP, oder ich kann würfeln und kann ihn dann ZFP zur Verfügung stellen. Dann würfelst du und dann bekommt er die Hälfte von deinen Sternchen. Genau, und ich bin zum Beispiel nur eine Batterie, weil ich den Zauber nicht kann. Richtig, aber muss ich ihn so modifizieren, wie haben wir ihn modifiziert, oder muss ich ihn einfach unerschwert sprechen? Nö, du sprichst ihn unerschwert und dann bekommt er die Hälfte. Okay, dann lasse ich mir Zeit und wir versuchen das. Und ich hoffe auch, dass Abelmir sich auch Zeit lässt, denn... Ich lasse mir ebenfalls Zeit, genau. Jetzt sitzen wir schon seit 2 Minuten hier, jetzt können wir auch nochmal 10 hier sein. Ja, die Probe ist auch zusätzlich wieder um 3 erleichtert, ne? Ja, nochmal, das ist sehr gut. Dann wird nämlich eine -7 draus und dann bin ich guter Dinge. Eigentlich ist Analyse Magie ja für Nerds. Aber ich schaff's. Und du bekommst nochmal die Hälfte von 3? Nee, er kriegt einen. Exakt einen. Ich sehe es gerade, pro gelungene kriegt man eine, aber für jeden ist das gleichermaßen modifiziert. Wir würden sogar noch eine, für sie 3 Punkte über 7 in Magiekunde, würden wir noch eine Erleichterung kommen von -1 auf die Probe. Okay, einigen werden es einfach auf, ich hab's geschafft und lassen wir es da hängen, ja? Ich wollte gerade sagen, außer dein Analyse ist ja, eine 15 rein oder so, dann muss ich rechnen. Du kannst ja sowieso nur einen Punkt mitgeben, also... Richtig, von daher nur geschafft reicht mir. Sollte es irgendwie auf Reichweite oder so gehen, dein ZFW, also dein echter ZFW ist auch erhöht. Jetzt die Frage, wie viele Punkte wir theoretisch erreichen, wie viel ZFP, um das Geheimnis dieser Fort des Grauens zu erkunden. Alle. Jetzt die Frage, man kann ja auch Punkte einsammeln im Analyse. Ob 18 beziehungsweise noch die Hälfte von euch sind nochmal 2? 2, ja. Wären 20 Punkte? Nee, nur einen von mir, aber das ist Zauber nicht. Oder ein. Dann sind es halt 19 Punkte werden übrig. Ich weiß nicht, ob es reicht. Du musst dir die Reichweitenmodifikation noch reintun. Das ist richtig. Es wäre nochmal dreimal Reichweitenmodifikation von 1 auf 3 auf 7 auf 21. Wäre dann nochmal eine plus 18. Plus 8. Nee, erst plus. Du lässt dir doch Zeit. Das mit Zeit, also plus 15, minus 4 sind plus 11. Davon die Hälfte ist plus 6, also bleiben noch. 12 Punkte übrig. Also für euch dann eins habe ich 13 Punkte in dem Versuch jetzt. Göttergefällige 13. Eine Frage. Aber du verlierst doch weniger Punkte, weil du hast doch Max erschwertes 23 und du kriegst. Ah, nein, ah, nee. Das ist ja, egal, es geht darum, wie viel der überbehalten kann und er kann höchstens überbehalten. Ja, recht. Entschuldigung. Das wäre jetzt die Frage, ob es reicht oder ob ich. Die Frage, die du stellen musst, ist: Was siehst du? Also, ist es kein Tarnzauber oder sowas drauf, kein Hellsicht drüben oder kein Schleier. Es liegt zwar ein Schleier auf dir, aber nicht auf den Dingen, die du betrachtest. So, mit diesem Spruch kann der Magier eine magische Wirkungsmatrix, das allerlei Zauberei innewohnende Gewebe aus Fäden und bahnende Kraft sehen. Ein magisches Artefakt, magische Wesen oder einen wirkenden Zauber. Du siehst, dass du durchflutet wirst, du selbst, dein Körper, von nicht nur einer Kraftlinie, sondern eine zweite, die hier mit aller Gewalt von den oben liegenden Bahnen grob 100 Meter über euch, über der Insel, nach unten gezerrt wird mit aller Kraft und dann in einem wirbelnden Strudel aus Chaos und Nexus vereint wird, in einem Sog, nicht nur, aber auch eben durch die Agrimotsche-Pforte unter dir und die von Belshirasch, wo sie allerdings nur leicht herumwirbelt wie Schnee oder wie ein funkelnden Flug, wie Glut, wirbelt sie an den beiden Pforten vorbei und wird dann aber in einem gewaltigen Strudel versenkt und verschwindet dort in den Niederhöllen. Und das sind, wie gesagt, 2 Pforten, beziehungsweise 2 Kraftlinien, die Brücke nach Akrabaal und der Weg des Diskus, sodass du dann eben mit Merkmalskenntnissen von Temporal, von Limbus durchflutet wirst und von Metamagie, die also durch dich hindurch fließt, wo ihr gerade auf diesem Nexus sitzt. Und unter dir natürlich dann die Merkmale von Belshirasch, dämonisch Eis,
und Agrimod die übrigen Elemente, die dort dann in einem wirbelnden Chaos vereint werden, ein niederhöllisches Hexagrammaton, was sich dann hier unter dir auftut. Du kannst selbstverständlich auch die Dämonenarchen erkennen, die ebenso mit den Merkmalskenntnissen von den fünf Unelementen gekennzeichnet sind, eben von Agrimod und von Charybdorod. Und ein gewaltiger Wirbel an Farben, die nicht existieren, die allerdings trotzdem schwer zu beschreiben vor dir liegen. Ich würde jetzt gezielt nach Schwachstellen in dem ganzen Konstrukt suchen, die man nutzen kann, um später die sofort zu schließen. Danach suche ich speziell jetzt. Dann gib mir noch eine Analyseprobe. Zählt das dann so, als hätte er denselben Analyse weitergemacht? Ich brauche keine neue Probe von dir, aber ich brauche nee, nochmal weitere fünf Minuten. Ja, genau, also mehr Kosten auf alle Fälle. Also die Kosten fallen pro halbe Stunde an. Ja, genau, ich müsste jetzt erstmal eine Selbstbastelprobe machen, um diesen Analyse zu verlängern. Die erste Runde ist unerschwert. Die wirft jetzt mal einen Selbstbastel auf mich. Selbstbeherrschung. Dann hat das Ganze bis hierhin 12 ASP gekostet. Wenn die Probe klappt. Ja. Also, viel für jeden. Würde ja. Dann den Analyse verlängern, gleich nach Schwernis mit minus 7. Quatsch. Was haben wir gesagt? Doch eine minus 7 hast du gesagt vorhin, oder? Minus 3 von mir. Von mir gab es eine minus 3. Und die Zeit lassen wir jetzt bei minus 7. Ich weiß nicht, ob man das Zeit lassen kann bei der Verlängerung, das weiß ich gerade nicht. Also, warum nicht? Du musst ja nur die Verlängerung nochmal mit einrechnen. Genau. Und ich würde den gleich nochmal wirken. Mit der